Schön, euch alle wiederzusehen. Wir waren ja auch eine Zeit lang weg und manche von euch sind ja auch im Urlaub gewesen, das sieht man euch an. Sonne gekriegt. Aber es ist sehr schön, wieder hier zu sein, in Gemeinschaft zu sein, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wisst ihr, und das ist das, was uns vereint. Das ist die Liebe, die wir von Jesus empfangen, die Liebe, die wir zu ihm haben, sein Geist. Das ist derselbe Geist, den du empfangen hast, der in dir jubelt und Gott anbetet, der sich an Gott freut. Derselbe Geist in dir wie in mir, in uns allen. Das ist die Einheit des Geistes, die wir haben. Der Herr, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und lebt und der dich und mich errettet hat, erlöst hat, der uns vollkommen geliebt hat, ja, der uns vollkommen liebt, bis ans Ende, bis in Ewigkeit. Der liebt dich, der liebt mich, der liebt jeden hier von uns. Und in ihm sind wir eins. Und das ist so ein großes Wunder, was er schenkt. Wir sind im Buch Jesaja in Kapitel 33. Wir lesen ab Vers 17. Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja zum Volk Israel in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation. Aber er spricht nicht nur über diese Situation, sondern er spricht zu seinem Volk Worte des ewigen Lebens. Er spricht Worte, die nicht nur für diese Situation gelten, sondern über die Zeiten hinweg. Sie sprechen von etwas, was sich noch gar nicht erfüllt hat, sondern was sich erfüllen wird in der Zukunft. Und so sagt Gott zu seinem Volk: Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Dein Herz wird an den Schrecken denken und sagen: Wo ist der, der zählte? Wo ist der, der abwog? Wo ist der, der die Türme zählte? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit dunkler Sprache, die man nicht versteht, mit stammelnder Zunge ohne Sinn. Schau Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerrissen wird. Sondern dort ist ein Mächtiger bei uns, der Herr. Es ist ein Ort mit Flüssen, mit breiten Strömen. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein mächtiges Schiff zieht darüber hin. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Er wird uns retten. Schlaff hängen deine Taue, sie halten das Gestell ihres Mastes nicht fest, halten das Segel nicht ausgebreitet. Dann wird die Ausbeute des Plündergutes ausgeteilt in Menge. Selbst Lahme plündern die Beute.
Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Ich möchte, bevor wir so ein bisschen auch hineingehen in diese einzelnen Verse und das ein oder andere nochmal ein bisschen genauer ausleuchten und beleuchten hier, ich möchte euch einfach auch nochmal mit hineinnehmen in die Situation, in der wir uns heute befinden, Geschwister. Wir haben ein riesengroßes Vorrecht, so wie Petrus beschreibt, das, was die Propheten geschaut haben, worüber sie geweissagt haben, über Jesus, über den Christus. Wir dürfen das sehen. Wir dürfen das miterleben, dass sich das bewahrheitet, was Gott vor Jahrhunderten gesprochen hat. Und so ist es auch mit dem, was wir hier lesen. Das sind Prophezeiungen für das Ende, für eine Zeit, die noch kommen wird. Noch ist es nicht so. Wenn du diese Verse liest und an Jerusalem denkst, dann geht ein Schmerz durch dein Herz. Und wie viel mehr allen Juden und insbesondere den Juden in Israel. Denn es ist noch nicht so. Jerusalem ist noch nicht die sorgenfreie Wohnstätte. Da sind viele Sorgen, viele Ängste, viele Nöte. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen nochmal in die Geschichte Israels und Gottes Geschichte mit Israel. Und dazu schlagen wir 3. Mose 26, Vers 44 auf. Zwei Verse aus dem Gesetz, was Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat. Dritte Mose 26, Vers 44 und 45. Und es ist sozusagen so ein Haltepunkt, dieses Kapitel 26, da geht es um Segen und Fluch. Gott hat seinem Volk das Gesetz gegeben und er sagt, hey, du kannst Segen haben. Segen kann fließen von meinem Thron zu dir hin, wenn wir verbunden sind miteinander, dann fließt der Segen und diese Verbindung besteht darin, dass du mit mir gehst. In meinen Ordnungen wandelst, in Ordnungen, die ich dir gegeben habe. Da fließt der Segen, aber es gibt für dich Freiheit. Du kannst entscheiden, ob du mit mir gehen willst und diesen Segen empfangen willst in der Gemeinschaft mit mir oder ob du deinen eigenen Weg gehen willst. Dann sage ich dir aber, du bist von dem Segen abgeschnitten und das bedeutet Fluch für dich. Und dann spricht er über all das, was entsteht, was passiert. Gott lässt diese Dinge dann zu im Volk Israel, wenn sie ihre eigenen Wege gehen, wenn sie sich von Gott entfernen, wenn sie sich von Gott abwenden und ihre eigenen Wege gehen. Er lässt immer wieder etwas Neues zu in ihrem Leben, Leid, Verfolgung, Not, Schwierigkeiten, Probleme. Sie erleben es, irgendwo fließt der Segen nicht, irgendwas, mir geht die Kraft aus, mir geht die Freude aus, mir geht die Liebe aus. Es ist der verlorene Sohn, er ist losgezogen mit einem reichen Erbe und was passiert? Er gibt es aus, er gibt es aus, er lebt davon, er freut sich seines Lebens und irgendwann ist es aufgebraucht. Und genau das ist es. Gott sagt, ja, du wirst es erleben. Es wird sich aufbrauchen, der Segen, den du von mir empfangen hast. Und dann erlebst du Not, erlebst du Schwierigkeiten. Und wisst ihr, Gott lässt das zu in unserem Leben. Warum? Damit wir uns zu ihm wenden.
Er ist sich nicht zu schade, unser Nothelfer zu sein. Unser Helfer in der Not, in die wir uns selbst mal hineinmanövriert haben. Er möchte uns daraus herausholen. Er möchte uns wieder aufrichten. Er möchte uns beschenken, uns segnen. Dazu hat er uns geschaffen, dass wir Segen empfangen. Er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir uns durchs Leben quälen. Und dann sagt er, was alles passieren wird, wenn sie diesem Impuls Gottes, den er aussendet, hey, du bist jetzt in Not, jetzt komm doch zurück zu mir. Wenn du weiter dein Herz hart machst und sagst, nee, geh weiter meinen Weg. Na, ich bin the lonesome cowboy, ich schaff das schon. Ich krieg das alleine hin. Brauch dich nicht, Gott. Ja, dann wird's weitergehen. Dann wirst du weiter nicht diesen Segen empfangen, den du empfangen kannst in der Gemeinschaft mit mir. Und dann spricht er von dem, was tatsächlich auch passiert ist. Sie sind in ein neues Land, in das Land hineingekommen, was Gott ihnen zugesagt hat. Aber Gott hat sie auch wieder herausgenommen aus diesem Land. Sie sind vertrieben worden. Sie sind über alle Welt zerstreut worden. Aber in Vers 44 sagt er Worte, die Gottes Charakter deutlich machen. Sein Wesen. Er hat ja einen Bund mit Israel geschlossen. Und dieser Bund ist, er besteht aus zwei Seiten, wisst ihr? Die eine Seite ist, Israel hat gesagt, ja, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und sie haben es gebrochen, gebrochen und gebrochen. Aber Gott, Paulus sagt, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das ist Gottes Wesen, sein Charakter. Ich schmeiß nicht hin, ich bleib treu. Meine Liebe ist unwandelbar. Hier steht es in Vers 44. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, habe ich sie nicht verworfen. Und sie nicht verabscheut, ein Ende mit ihnen zu machen. Ja, Alex hat über den Einsatz in der Drogenszene gesehen. Ne? Da sind Menschen im Land ihrer Feinde, wisst ihr? Menschen, die von Gott geschaffen sind, die von Gott geliebt sind. Vielleicht ist sogar der ein oder andere da, der wirklich gläubig gewesen ist oder gläubig ist, der aber durch welche Umstände auch immer an diesen Punkt gekommen ist, dass er in Feindesland lebt. Gefangen gehalten. Erniedrigt auf so schlimme Weise. Und was sagt Gott? Ich habe sie nicht verworfen. Und sie nicht verabscheut, ein Ende zu machen. Meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen. Denn ich bin Jahwe, ihr Gott. Das ist mein Wesen, das ist mein Charakter. Ich habe mich an dieses Volk gebunden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist mein Name. Ich habe mich an sie gebunden. Das bleibe ich in Ewigkeit. Egal, wie sie sich verhalten, ich bin's. Ich bin treu. Und ich werde zum Guten für sie an meinen Bund mit den Vorfahren denken, die ich aus dem Land Ägypten vor den Augen der Nationen herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Am Ende dieser ganzen Passage, wo Gott deutlich macht, wenn ihr ungehorsam lebt, werdet ihr Fluch ernten, sagt Gott diese Worte. Und dann schauen wir jetzt, gehen wir einmal in Hesekiel 37.
Und ich lese diese Verse einfach mal. Die Vision, die Gott dem Propheten Hesekiel gegeben hat. Und es ist die Situation, ist schon eingetreten. Ein Teil des Volkes ist schon in die Gefangenschaft geführt worden. Von Nebukadnezar, dem König von Babylon. Und Hesekiel ist mitten unter ihnen. Er prophezeit ihnen, die schon in die Fremde geführt worden sind. Da sagt Hesekiel, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine, voller Knochen. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, du weißt es. Er traut sich nicht zu antworten, nie und nimmer. Und dann überlässt er es dem Herrn und sagt, naja, du weißt es schon. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem, Lebensatem, Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und Gott sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk. Und bringe euch ins Land Israel. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, 40 Jahre später, wurde Jerusalem von den Römern platt gemacht und der Tempel wurde zerstört. Ein zweites Mal. Seitdem sind 1950 Jahre vergangen. Kommt hin, ne? Ungefähr. Fast 2000 Jahre. Und in dieser Zeit, Geschwister, müsst ihr euch vorstellen, über Jahrhunderte hinweg, konnte sich kein Mensch vorstellen, kaum ein Christ, kaum ein Jude, konnte sich vorstellen, dass das geschieht, was wirklich geschehen ist, in den letzten 140 Jahren. Nämlich, dass dieses Volk Israel tatsächlich gesammelt wird aus den Völkern, dass Millionen von Menschen, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sind, in dieses Land zurückkehren. Und du sagst, ja, ist so. Stell dir das mal vor. Wisst ihr, das ist das, was vor 60, 70 Jahren
Geschwister total begeistert hat, total plötzlich überführt hat. Und was eine Erweckung ausgelöst, Gott hat etwas getan in der Geschichte. Und plötzlich wurde es so greifbar, Gott ist real, Gott ist lebendig. Er steht zu seinem Wort, er tut das, was er sagt. Wisst ihr, all diese Prophezeiungen, die auf Jesus hingedeutet haben, sie haben sich erfüllt. Aber das ist nicht irgendein Märchen, irgendeine ferne Geschichte. Nein, das ist Gottes lebendige Geschichte, jetzt, heute mit uns, in der wir stehen. Und ich finde, wenn ich Jesaja lese und mir die Nachrichten aus Israel anhöre, ich bin immer so platt. Ich denke so, krass, ja, es ist wirklich so. Dieses Land ist ein Zankapfel. Warum? Das ist so ein kleines Land, das ist so ein kleines Volk. Was soll das alles? Es ist irgendwie so unbegreiflich. Aber wenn du Gottes Wort liest, dann wird dir plötzlich klar, ja, natürlich. Weil es Gottes auserwähltes Volk ist, weil Gott sich an dieses Volk gebunden hat und weil Gott sich durch dieses Volk verherrlichen will. Weil er entschieden hat, durch dieses Volk in die Geschichte der Menschheit hineinzuwirken, in die Geschichte der Völker. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werdet euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Jetzt gehen wir zurück in Jesaja 33. Und da spricht eben Gott eine Prophezeiung aus, die sich einerseits schon erfüllt hat, die sich aber auf vollständige Weise erst noch erfüllen wird. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Jesaja selbst hatte Gott den König auf seinem Thron sitzen sehen. Jesaja 6, Vers 5. Ich sah den König auf dem Thron sitzen. Und damit meint er Gott. Er hat eine persönliche Offenbarung seines Herrn und Königs gehabt. Hat ihn gesehen. Und es hat ihn auf seine Knie gebracht. Er hat erkannt, ich bin nur Staub. Ich bin Sünder. Wer bin ich? Und Gott hat ihn aufgehoben. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen ist. Den Demütigen gibt er Gnade, er hebt sie auf aus dem Staub und setzt sie unter die Edlen. Er vergibt so gerne, er reinigt uns. Er will Gemeinschaft mit uns haben, er liebt uns. Jesaja hat ihn gesehen, aber dann sagt er, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Johannes 1, Vers 14, wenn wir das lesen, wird uns klar, ja, es hat sich schon erfüllt, dieses Wort, in einer bestimmten Art und Weise. Johannes 1, Vers 14, da steht, Johannes, ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs, einer der Jünger, der Fischer Johannes, er schreibt, das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist Mensch geworden. Das ist für Juden sowas, also so eine krasse Aussage, das kannst du eigentlich nicht sagen. Das darfst du nicht laut sagen. Muslimen schon längst nicht. Gott ist Mensch geworden. Aber das ist das, was Johannes erlebt hat. Er hat ihn angefasst, sagt er. Ich habe ihn angefasst, ich habe ihn gehört. Ich habe das erlebt. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist Gottes Wort. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen, ne, Monogenes, der
das Einzelkind Gottes, der einzige Sohn Gottes, der wirklich Gottes Ebenbild ist, wozu er uns eigentlich alle geschaffen hat als Menschen. Aber wir haben es durch unsere Sünde verwirkt. Wir haben das Ebenbild Gottes verzerrt durch unsere Sünde. Aber in ihm kannst du Gott schauen. Die Herrlichkeit Gottes siehst du in ihm, in diesem Menschen. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit des Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Gunst, die unverdiente Agape-Liebe, die sich aus ihm verströmt. Und die Wahrheit, das Licht, was leuchtet, unbestechlich, echt. Johannes, wenn wir jetzt weiterlesen, Johannes 14, Vers 7, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus, einer der Jünger, spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du wirst deinen König sehen in seiner Schönheit, sagt Jesaja zu Israel. Und ja, er ist gekommen in seiner Schönheit und sein Volk hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben die Schönheit nicht gesehen. Eine Schönheit, die nicht äußerlich war, die nicht in Macht und Reichtum und in Kraft und in etwas war, was äußerlich sichtbar war. Nein, von außen betrachtet, von einer äußerlichen Betrachtungsweise, von einer menschlichen Betrachtungsweise, war er einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Ein, vor dem man das Gesicht wegwendet, sagt Jesaja 53. Und so sagt Paulus es auch: Wir verkünden euch Christus als den Gekreuzigten. Für die einen ist das Torheit, es ist dumm. Für die anderen ist es ein Anstoß, ein Ärgernis. Aber für die, die glauben, für die ist es Kraft und Weisheit. Für die ist es Schönheit. Die sehen die Schönheit der Liebe Gottes. Die Schönheit von Gnade und Wahrheit in ihm, in Jesus. In ihm siehst du den König. Du wirst deinen König schauen in seiner Schönheit. Ja, in Jesus siehst du die Schönheit des Königs der Könige. Wir haben vorhin davon gehört. Peter hat das am Anfang gesagt. Er ist der König der Könige, der ewig bleibt. Und er ist schön. Er ist der schönste König, den es gibt. Es gibt keinen schöneren. Keinen besseren. Paulus hat sich dann intensiv mit dieser Frage befasst. Wie kann das sein? Warum sehen denn meine Brüder und Schwestern das nicht? Warum erkennen sie es nicht? Aber er wusste selber, von sich selber, aus seinem eigenen Weg: Ich habe es ja auch nicht erkannt. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Ich habe ihn auch verfolgt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sagt Jesus zu ihm. Warum nur? Und als er ins Licht gekommen ist, als er sehend geworden ist, als er den König in seiner Schönheit erkannt hat, ja, da war es für ihn auch so: Warum erkennen sie es denn nicht? Warum sehen sie es bloß nicht?
Und was wird werden mit dem Bund, den Gott geschlossen hat? Wird Gott untreu sein seinem Bund? Ist Gott untreu geworden seinem Bund? Nein. Sagt Gott, hat noch einen Weg mit diesem Volk vor. Er hat einen besonderen Plan für dieses Volk. Und ja, sie werden gerettet werden. Und dazu eine Stelle aus dem Sacharja 12, Vers 10. Da prophezeit der Prophet Sacharja. Ich lese mal ab Vers 9, weil das so gut zu unserer Zeit passt. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, sagt Gott, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Der Geist wird kommen, und das ist das, was Hesekiel ja auch vorausgesagt hat. Ja, zuerst kommen die Knochen zusammen, aber da ist noch kein Leben drin, und das siehst du heute in Israel. So wenige, die ihren König erkennen, den König in ihrer Schönheit erkennen, Jesus Christus. Es sind welche da, ja, es kommen Juden zum Glauben. Aber hier spricht Sacharja vom Ende der Tage, wo sie alle ihn sehen werden. Wo ganz Israel gerettet wird, wie Paulus im Römerbrief sagt. Ich gieße den Geist der Gnade und des Flehens aus. Beides. Die Gnade, die Gott ihnen schenkt, um ihn endlich zu erkennen. Und auf der anderen Seite diesen Geist, der sie rufen lässt, aber Vater. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, sagt Gott. Sie werden auf mich blicken. Diese Lesart aus dem hebräischen Text, das wird gerne... Also das ist ein großes Problem für nicht-christliche, jüdische Schriftausleger. Weil sie sagen, naja, der Text ist hier irgendwie, das kann nicht stimmen. Dass Gott sagt, mich werden sie sehen, den sie durchbohrt haben. Doch, sie werden den König sehen, denn König ist der Herr, Jahwe ist der König, ganz klar. In Jesaja 33 ist das ganz klar gemeint. Sie werden den König, Gott, sehen, ihren Gott. Und Johannes sagt uns, ja, er ist Fleisch geworden. Wir haben ihn gesehen in seiner Schönheit. Und die Schönheit besteht nicht darin, ja, doch, sie haben ihn auch auf dem Berg gesehen, verherrlicht, wie er umgewandelt war. Aber sie haben ihn auch gesehen, entstellt am Kreuz. Und in beiden sehen sie die Herrlichkeit und Schönheit Gottes, seine Herrlichkeit und Heiligkeit, aber auch seine Barmherzigkeit und Gnade, die sich darin zeigt, dass er bereit ist, alles zu geben, sich selbst vollkommen hinzugeben, damit er uns zu sich zieht, damit er unsere Sünde hinwegnimmt und uns zu sich zieht. Und dann sehen wir auch in Offenbarung, wie Jesus offenbart wird. Johannes sieht ihn dann und alle rufen, alle sehnen sich nach ihm. Und dann sagen sie, ja, wer? Wer kann die Siegel öffnen? Wer ist der Herr der Geschichte? Wer ist der König der Könige? Wo ist er? Wo ist der Löwe aus dem Stamm Juda? Und dann tritt auf ein Lamm, geschlachtet. Alle Erwartungen werden zerstört. Ja, er ist es, das Lamm, das geschlachtete Lamm. In Ewigkeit wirst du die Wundmale sehen. In seiner Schönheit. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 11. Und als Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten,
die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie hatten den Heiligen Geist schon empfangen in sich. Sie glaubten, sie waren erfüllt mit Freude, sie hatten neues Leben, sie glaubten an Jesus als ihren Herrn und Heiland, sie hatten den Heiligen Geist schon empfangen, aber sie sollten die Kraft des Heiligen Geistes auf sich empfangen am Pfingsttag, um ausgerüstet zu werden für den Dienst, zu dem Gott sie berufen hatte. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Interessant, dass sie diese Frage stellen, oder? Das waren Juden und sie kannten die prophetischen Schriften, sie kannten diese Voraussagen auf das Königreich, wo der gerechte König in Israel regieren wird, und sie fragen diese Frage. Und Jesus sagt nicht, das ist eine völlig falsche Frage. Das Königreich Israel, das wird es gar nicht mehr geben. Ich bin doch jetzt der König über alle Welt und das Königreich Gottes ist ein unsichtbares Reich und es geht hier gar nicht um... Nein, das sagt Jesus gar nicht. Denn diese Prophezeiungen über Israel, sie haben weiterhin Bestand. Und Gott ist dabei, diese Prophezeiungen zu verwirklichen. Und wir sehen das mit eigenen Augen. Wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Aber Jesus antwortet ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Er will nicht, dass wir schon den ganzen Zeitplan vor Augen haben, weil er unsere Herzen kennt, wie leicht wir verführbar sind in unserem Fleisch. Ja, wenn du alles weiß, dann hast du alles unter Kontrolle und dann brauchst du Gott nicht mehr. Nein, er möchte, dass wir mit ihm durch diese Zeit gehen und dass wir die Zeichen, die er uns gibt, dass wir sie mit seiner Hilfe deuten und mit seiner Hilfe an seiner Hand durch die Geschichte hindurchgehen. Und er lenkt aber auch den Blick auf das, was jetzt dran ist, was jetzt wichtig ist. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist eure Perspektive. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Diener sein. Ihr habt jetzt einen anderen Auftrag. Ihr sollt nicht euch aufs Sofa setzen, die Nachrichten angucken und sagen: Aha, das ist jetzt erfüllt und das ist jetzt erfüllt. Ja, dann wird ja demnächst Jesus wiederkommen und dann sitzt ihr auf eurem Sofa, ne? Nein, Jesus sagt, damit sollt ihr euch nicht befassen. Ihr sollt euch ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes und euch ausrüsten lassen, dazu Zeugen für mich zu sein. Ich bin so nur eine kleine Nebennotiz, ne? Ich weiß nicht, wer von euch Olympia geguckt hat. Ich freue mich so an unsere Schwester, die die Kugel so weit gestoßen hat, 20 Meter weit gestoßen hat. 4 Kilo Kugel, 20 Kilo weit gestoßen. Die ist so ein Zeugnis für Jesus. Na, Jesus alle Ehre. Und sie singt davon und von seiner Gnade. Und sie ist so begeistert und so offen. Und die Reporter alle so. Und die werden davon angesteckt. Die spüren, was da die Liebe, die davon ausgeht, und sind davon so begeistert, obwohl sie nicht gläubig sind. Die fragen nach. Die fragen: Ja, gibt es irgendwelche Bibel? Dann darfst du da im Interview über Johannes 3,16 zitiert sie dort. Und der Reporter fragt: Ja, mit dem Gebet. Die führen da eine theologisches Gespräch mittendrin bei einer Sportübertragung, ne? Weil sie so frei und offen damit umgeht, dass sie geliebt von Gott ist, egal ob sie erfolgreich ist oder nicht, was das für ein Fundament für ihr Leben ist, wie das Kreuz Jesu deutlich macht, dass Gott uns vollkommen liebt. All das ist sozusagen ihr Fundament und davon spricht sie und das lebt sie einfach aus, ganz natürlich. Und begibt sich in diese vollkommene Abhängigkeit von Gott und gleichzeitig in diese Dankbarkeit. Und nicht nur von Gott, sondern auch von den Menschen, mit denen sie zusammen unterwegs ist. Und kann sich demütig, kann sie sagen: Ja, wir haben das gehört, das habe nicht ich gewonnen, das haben wir, die haben mich ja unterstützt.
So ein, was? Ja, genau, meine Gemeinde hat für mich gebetet, die haben alle zugehört. Ja, die hat so viel gesagt. Guckt euch das mal alles an, die ganzen Interviews und so weiter. Die hat so viele ermutigende Sachen gesagt. Die ist echt ein Zeugnis, ne? Lasst euch davon inspirieren, ermutigen. Ne? Da ist so ein schlimmer Geist über Deutschland, der uns Christen weismachen will, hey, sag bloß nichts. Erzähl nichts von deinem Glauben, erzähl nichts von dem, was du mit Jesus erlebst. Erzähl nicht, nimm nicht irgendwelche Worte in den Mund wie, ja, ich bete für dich oder ich bin Gott dankbar oder irgendwas. Ne? Lass dich doch von diesem Geist nicht ins Boxhorn jagen. Lass uns diesem Geist in Jesus widerstehen. Denn der Geist, der in uns ist, ist stärker als der Geist, der in der Welt ist. Ja? Okay, das nur als Randnotiz. Vielleicht besonders wichtig. Das Wort, was Gott für dich heute hat, ich weiß es nicht. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Er kommt wieder. Du wirst den König in seiner Schönheit sehen. Und das gilt nicht nur für das Volk der Juden, sondern das gilt für dich und für mich. Wir werden den Herrn in seiner Schönheit sehen, wie er kommt. Den, den du nicht siehst und an den du dennoch glaubst, du wirst ihn sehen mit eigenen Augen. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Und sie werden das offene Land sehen. Wisst ihr, und da diese Sicherheit des Volkes Israel in dem Land, wisst ihr, das ist, wenn wir das jetzt betrachten, das ist furchtbar. Es ist ein furchtbares Chaos. Es ist so schlimm. Und die Juden versuchen mit allen Mitteln, sich selbst Sicherheit zu verschaffen, indem sie gegen diese furchtbare Terrororganisation vorgehen mit kriegerischen Mitteln. Aber das, was Gott hier tun wird, ist, dass er ein offenes, weites Land schenkt. Ein offenes Land, wisst ihr? Da musst du keine Zäune mehr ziehen, keine Mauern mehr ziehen, um dich zu schützen vor Terroristen. Sondern da ist das Land offen. Ein weites, offenes Land, wo Menschen hinkommen dürfen. Wisst ihr, heute... Na, das hat mich auch nochmal bewegt. Ne? Da darf nicht jeder nach Israel. Wenn du im falschen Land gewesen bist mit deinem Pass und da so einen Stempel hast, dann darfst du nach Israel nicht einreisen. Wenn du mal in Afghanistan warst oder was weiß ich welchem Land, im Iran oder sonst wo, ne? Da darfst du in Israel nicht einreisen. Nee, dich lassen wir hier nicht rein. Warum? Weil sie Angst haben. Weil sie sich schützen wollen, weil sie in Sicherheit leben wollen. Und das ist ja so verständlich. Aber Gott wird das machen. Wenn der König kommt, wenn sie den König sehen, sie werden erleben, wie sich das Land öffnet. Wie Epheser 2 sagt, der Zaun zwischen Juden und Nichtjuden ist niedergerissen. Worin? In Christus, in seinem Kreuz. Das Land wird offen sein. Sie sehen werden sie ein weithin offenes Land. Dein Herz wird an den Schrecken denken. Wo ist der, der zählte? Hier geht es um den, der den Tribut eingefordert hat, ne, der das Geld gezählt hat, was sie bekommen sollen, ne, die Assyrer. Ne, aber auch alle anderen, die über Israel geherrscht haben. Wo sind die bedrängt haben, die uns immer angegriffen haben, die uns ständig fertig machen wollten, die uns von der Landkarte wischen wollten. Wo sind sie? Ist nicht mehr da. Gott hat eingegriffen und diese Angst hinweggenommen. Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Und dann Vers 20, schaut Zion an, die Stadt unserer Festversammlung. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt. Moment.
Eine Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht, von dessen Stricken keiner je zerrissen wird, sondern dort ist ein Mächtiger bei uns, der Herr. Es ist ein Ort mit Flüssen, mit breiten Strömen. Ja, das Wasser des Lebens fließt da reichlich. Das ist wie so eine Wasserstadt, ne? Heute ist das noch nicht so. Aber dann wird es so sein. Gott wird alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein mächtiges Schiff zieht hinüber. Also, da wird es zwar große Flüsse geben, aber es werden keine Feinde kommen. Mit mächtigen Schiffen, Kriegsschiffen. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Er wird uns retten. Und das ist der Name von Jesus, Jahwe, der rettet, der uns rettet. Zuallererst rettet er uns von unseren Sünden. Und dann rettet er uns aus aller Not und Bedrängnis. Er rettet sein Volk. Und er richtet, er ist König, er regiert. Am Schluss steht hier, damit will ich schließen, den letzten Vers, Vers 24. Kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Wisst ihr, das sind die Einwohner Jerusalems, das sind die, deren Schuld vergeben wurde. Und das ist das, womit Jesus durch die Lande gezogen ist, worin du ihn schon sehen konntest, diesen schönen König. Ne? Wie er diesem Gelähmten, der vor ihn gelegt wurde, sagte, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wisst ihr, und das ist, keiner wird schwach sein. Warum? Weil ihnen allen vergeben ist. Wo kommt denn die Schwäche her? Oft hat es was mit unserer Sünde zu tun. Die Sünde, die auf uns lastet, unsere Sünde gegenüber Gott, unsere Trennung von Gott, sie lastet auf uns und beschwert uns und macht uns unfähig, sie macht uns kraftlos, sie macht uns schwach. Und Jesus will dich und will mich heute schon daraus befreien. Du musst nicht mehr ein Lahmer sein, du musst nicht mehr jemand sein, der auf seiner Bahre liegt und von vier Leuten getragen werden muss, sondern du darfst aufstehen aus deiner Schwachheit. Warum? Weil deine Sünden dir vergeben sind. Jesus hat deine Sünde getragen. Du darfst aufstehen. Du musst nicht so bleiben. Und in Matthäus 12, Vers 31, wer sich das notieren will, Matthäus 12, Vers 31 sagt Jesus, alle Sünden der Menschen können ihnen vergeben werden. Alle. Das ist eine Ermutigung für dich und für mich. Es gibt keine Sünde, die Gott dir nicht vergeben kann. Lass dir das nicht einreden. Aber ich habe mich so weit von Gott entfernt. Ich habe mich so versündigt Gott gegenüber. Ich kann doch gar nicht zurückkehren. Wie soll er mir das vergeben? Das ist der Teufel, der Ankläger, der dir sagt, ja, das geht nicht. Aber Gott sagt dir, jede Sünde kann dir vergeben werden. Komm. Und das ist die andere Seite der Medaille. Das eine ist, dass Gott da ist und seinen Zuspruch durch Jesus Christus sagt er dir, deine Sünden sind dir vergeben. Und er sagt, dieser Jesus sagt zu seinen Jüngern, die diese Vergebung und Gnade selber empfangen haben, er sagt, weißt du was? Du hast auch diese Vollmacht, es weiterzugeben. Du darfst es anderen sagen. Deswegen darf ich hier im Namen Jesu euch sagen, die ihr hier sitzt, allen miteinander. Jesus Christus, der König Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes, und er hat deine Sünde am Kreuz getragen. Deine Sünden sind alle getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Zwischen dir und Gott steht nichts mehr.
Und das ist das auch, was wir tun, wenn wir hier für Kranke beten. Ne? Da sagt Jakobus, kommt, lasst doch für euch beten, wenn ihr schwach seid, wenn ihr krank seid, im Herzen, in der Seele, im Körper. Und wenn einer Sünden begangen hat, dann werden sie ihm vergeben werden, sagt das Wort. Aber wisst ihr, was dazugehört? Die andere Seite der Medaille ist, das ist der Geist der Gnade, wisst ihr, und der Geist des Flehens ist, vergib uns unsere Sünden. Das ist das, was Jesus seine Jünger lehrt. Bete so. Tu nicht so, als ob du es nicht bräuchtest, diese Vergebung und Gnade, sondern sei einfach offen und ehrlich. Bekenne deine Sünde. Und dann wirst du gereinigt werden, dann wirst du Vergebung in deiner Seele, in deinem Herzen erfahren. Die Vergebung ist da. Gott ist da und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, aber damit es in dein Herz hineindringen kann, brauchst du selber diese Öffnung. Ja, stimmt. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und dann erlebe ich, wie die Vergebung Gottes in mein Leben sich entfaltet, wie sie hineindringt und die Schwäche weicht, die Angst weicht, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Alles weicht. Wenn ich diesen Schritt der Öffnung wage und sage, ja, ich will mich dieser Vergebung öffnen, ja, komm, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, sagt Jesus. Wisst ihr, die Schwäche von Simon dem Pharisäer, das könnt ihr nachlesen in Lukas 7, kann ich jetzt nicht vorlesen. Lukas Kapitel 7, lest das mal nach, die Geschichte von dem Pharisäer Simon, der Jesus zum Essen eingeladen hat. Der in sich selber so stolz war, der gedacht hat, er macht alles richtig. Und dann an einem bestimmten Punkt musste, und der dann herabgeschaut hat auf eine Frau, die in Tränen aufgelöst hineingekommen ist und sich vor Jesus niedergeworfen hat, sich gedemütigt hat und voller Dankbarkeit und Liebe mit Tränen seine Füße benetzt hat, sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hat, seine Füße geküsst hat. Ist ja auch furchtbar peinlich, ne? Ist ja furchtbar peinlich. Nee, wisst ihr, unsere Schwester Yemi, ne? Wenn du das siehst, denkst nicht, oh, ist das peinlich, ist ja zum Fremdschämen hier irgendwie, ne? Überhaupt nicht. Nein, sie liebt Jesus und sie weiß, was sie ihm zu verdanken hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wisst ihr, und wenn da Schwachheit in uns ist, dann liegt das daran, dass wir das noch nicht begriffen haben, wie großartig, wie wunderbar die Vergebung Gottes ist und wie viel er uns vergeben hat. Und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist auch das Wort schwach. Hey, komm zu mir, wenn du schwach bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dein Herz mit meiner Agape-Liebe füllen. Ich will das ausgießen. Dir sind deine Sünden vergeben. All dein Unvermögen, all dein zu kurz kommen, deine Schwachheiten, wo du versagt hast, wo du selber empfindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es manchmal oft so. Ich denke so, es ist so wenig Liebe in mir. Ich versage, ich kenne so viele Menschen, die so viele Nöte haben und so viele Herausforderungen und ich gebe so wenig. Oder wenn ich damit konfrontiert werde, wie Menschen mich manchmal nicht gut behandeln und ich dann ihnen gegenüber kalt werde, weil ich ihnen nicht wirklich von Herzen vergebe. Ich werde so oft schuldig an der Liebe Gottes. Ich bleibe so viel schuldig in der Liebe Gottes. Und dann sagt Jesus, hey, Jörg,
weißt du was, komm doch zu mir. Deine Sünden sind dir vergeben, mein Kind. Ich will dich neu erfüllen mit der Liebe Gottes, Herr Vater, ich komme. Vater, wir kommen. Vater, wir haben gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Es fehlt so viel in unserem Leben von deiner Liebe. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gnade und deine Vergebung. Herr, wir sind schwach. Aber deine Liebe ist stark. Du bist der schöne König, der sich selbst hingegeben hat am Kreuz. Herr, wir wollen auf dich schauen. Wir wollen uns von deiner Liebe neu ergreifen lassen. Du hast uns vollkommen geliebt. Du hast alle Sünde auf dich genommen, damit wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes. So füll du uns heute neu, Jesus. Und du kennst jedes einzelne Herz, Herr. Du weißt, wo jeder einzelne hier von uns steht. Herr, wenn da irgendetwas ganz Konkretes zwischen demjenigen und dir steht, Herr, ich bitte dich, dass du die Augen öffnest, dass alle hier, dass wir alle erkennen, dass unsere Sünden vergeben sind, weil du sie getragen hast. Und dass wir es nicht dabei belassen, sondern dass wir kommen, unsere Sünde bekennen und deine Vergebung empfangen. Bitte segne du uns dazu. Amen.